Hallo liebe Eisenbahnfreunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Wir schauen uns heute die Class 700 an und zwar nicht die normale Class 700, nämlich die verbesserte Version von Armstrong Powerhouse, denn da ist vor kurzem das Enhancement Pack für die Class 700, 707 und 717 rausgekommen und wir fahren heute mal ein Szenario, was mit dem Enhancement Pack mitkommt. Und werden wir da eine kleine Fahrt machen, dauert ungefähr 50 Minuten bis London Blackfriars, weil ich euch so erzählen, was mit dem Pack so alles mitkommt, was die Features sind und natürlich wieder neue, verbesserte Sound von Armstrong Powerhouse ist. Und ja, ich würde sagen, als erstes machen wir den Zug bereit. Wir schauen, dass wir soweit den Führerstand aufrüsten und die Türen öffnen. Und eins vorweg, ich habe den Airway Enhancer mit an, aber nur für die Zugansagen. Alle anderen Soundeffekte vom Airway Enhancer sind abgestellt, sodass man wirklich den Ton kriegen, der bei dem Enhancement Pack mit dabei ist, aber halt ein bisschen mehr Flair drin haben mit den Zugansagen. Also, würde ich sagen, gehen wir mal zum Führerstand rein und los geht's. Und das erste, was wir machen, ist natürlich Master Key an, Richtungswender nach vorne. Kommt da schon ABS. So, mit F noch Traction Fault bestätigen und die Tür öffnen mit. Ah, na, zuerst müssen wir die Türoption noch ändern. Und zwar sagen wir Driver Operated Selective Door Opening, dass wirklich nur die Türen aufgehen, die auch wirklich beim Bahnsteig sind. Und dann sagen wir T und O für die rechte Seite. So, da la. Türen sind offen. Perfekt. Jetzt schon mal ganz kurz. Wird geladen und jetzt werden wir noch schnell die Zielanzeige richtig einstellen. Nach London Blackfriars. Oder Friars, bin mir gar nicht sicher, wenn man es richtig ausspricht. Geht mit F7 und F8. Na, ah, da war es jetzt. Perfekt, dann hätten wir das auch richtig. Final stop. We wish okay. You all a pleasant journey aboard our train. Also aber nett. Okay, Interface wieder aus. DAA lassen wir an, nachdem wir ein rotes Signal haben. Und dann warten wir auf die Abfahrt. Das war schon die Ankündigung dafür. Platform 5. Train number 4653 departure to London Blackfriars at 15:32 is imminent. Please stand out of the doors. Blackfriars. Habe ich ja gar nicht immer so falsch ausgesprochen. Okay, wir sollen tappen fürs rote Signal. Zuerst mit R die Türen zu. Und tappen die RA aus. Und los geht's. Habe ich die Tür nicht zugemacht? Ah, jetzt. Und da hört man auch schon das Enhancement Pack. Mit dem leisen Schreien im Hintergrund. Im Vorumstand, das ist ganz typisch für die Class. Der Zug ist aber laut. Das war jetzt gerade echt laut. Okay, dann schauen wir mal die Hauptfeatures, bis wir da jetzt weiterfahren. Sind vier Liveries. Die Front der Class 17 ist weitestgehend neu gemacht worden. Und klar, der Sound von innen und außen ist komplett überarbeitet worden. Dann komplette Türsteuerung mit Driver-Only Operation, Gurt und Selective Door Operation. Je nachdem, wie man dann fährt, muss man das umstellen. Dann Dual Voltage System. Sprich, der Zug kann einerseits mit Third Rail fahren, so wie wir es jetzt gerade machen, sowie auch mit Oberleitung. Dann Wheel Slip Protection, Standard bei Armstrong Powerhouse. Und klar, einstellbare Zielzuganzeige. Haben wir auch gerade vorher gesehen.
Und da vorne ist auch schon der nächste Halt. Werden wir uns erstmal anhalten, bevor ich weiterquatsch. Hab's nicht so mit Multitasking. Die Bremsen sind echt gut bei der Class 700. Ja, und das Ganze kommt mit drei Szenarien. Das ist das zweite von den dritten. Das erste wäre ein Empty Stock Move, wo wir eigentlich zu der Station fahren, wo wir jetzt gerade weggefahren sind. Aber das ist jetzt nicht sehr spannend für ein Video. Und das wäre quasi das zweite. Und danach kommt noch ein drittes, was an das anknüpft. Reifen. Okay, Türen auf. Und währenddessen werde ich mal das PDF öffnen. Da steht ein bisschen mehr drin. Von den Liveries haben wir mit dabei. Einmal die Thames Link Variante, dann Southwest Trains und Southeastern sowie Great Northern. Und so wie ich die Community kenne, wird es dann entsprechend noch viele weitere Liveries geben, vor allem bei Armstrong Powerhouse und Co. Und dann haben wir natürlich überarbeitete Traction Physics, also sprich unterschiedliche Traktionen. Wenn du schlecht Wetter hast, reagiert es anders. Mit Laub, also Standard Armstrong Powerhouse Zeugs halt, dass du halt realistisch fahren kannst. Die unterschiedlichen Bremssysteme sind umgesetzt. Na? Your attention, please. Platform 3. Train number 4653 departure to London Blackfriars at 1536 is imminent. Please stand out of the doors. Ja. So, Türen schließen. Bitte, danke. Sehr gut. Und dann können wir schon wieder abdüsen. Eigene Effekte in Tunneln. Wheel Sleep hat man schon gehabt, beziehungsweise Wheel Slide beim Bremsen ist ebenfalls umgesetzt. Dann der Umrüstvorgang von AC to DC, DC to AC ist relativ einfach, aber weitestgehend realistisch umgesetzt. Neutral Section Functionality, sprich wenn wir eine Sektion haben ohne Strom, ist auch das umgesetzt, dass der Zug nicht weiter beschleunigt. Wann geht es jetzt nach rechts? Da müssen wir jetzt gleich mit 30 reinfahren. Also die ersten zwei Stationen bin ich zum Test schon mal angefahren. Da weiß ich, was zumindest da jetzt noch kommt. Dann GBS Manual haben wir noch mit dabei. Automatic Unit Numbering. Sprich, er würde dir automatisch die Zielzuganzeige einstellen. Oh, also bei AI-Trains und beim Pantographen hat es das Arcing mit dabei. Ganz dynamisch. Das finde ich noch ganz cool. Das werden wir aber auch heute nicht sehen, weil wir fahren, soweit ich weiß, nur mit Third Rail. Aber wir werden dann noch ein paar Außenaufnahmen machen. Gerade für den Ton. Okay, ansonsten war es das im PDF eigentlich schon. Sprich, wir werden jetzt erstmal gechillt die Strecke abfahren und den Ton genießen. Nice. We remind you that it is forbidden to smoke inside the station. Thank you for your understanding. Ja, kein Problem. Wir werden schon nicht rauchen. Also, Bickley, nächster Stop ist gleich da vorne. Und gemäß Fahrplan... Gut, hat keinen Fahrplan, aber Erwin Hansa hat für sich einen Fahrplan. Sollen wir dann gleich mal da sein?
Also die Geräuschkulisse hier drin ist schon mal echt nicht schlecht. Gefällt mir sehr gut. Und ich habe auf Alan Thompson Sim schon gesehen, da sind einige Szenarien jetzt schon mit der neuen Enhanced-Version hier. Aber ansonsten, ihr könnt es auch mit TS-Tools etc. die bestehenden Szenarien mit der Standard-Class 700 von Dovetail Games natürlich anpassen und einfach einen Swap machen. Würde ich auch jedem empfehlen. Generell, wenn ihr ein Szenario habt mit einer Standardversion von Dovetail Games und ihr habt eine Armstrong Powerhouse Variante von der Lok oder dem Zug, dann tauscht es aus. So, da. Wir werden uns jetzt mal draußen hinstellen. Und ich möchte das hören, wenn hier die Türen zugehen. Und zu. Und Abfahrt. Aber man hört sogar teilweise den Kompressor mit raus. Schön. Der Brumle ist nicht mehr weit. Schauen wir mal, ob wir einen Drive-By machen können. Nein, nicht so ein Drive-By. So vielleicht. Armstrong Powers macht das einfach geil mit dem Sound. Frag mich, wann sie mal wieder komplett was Eigenes machen, so wie die Class 205 AK der Zamba. Die DMU-Einheit, einer meiner Lieblinge. Ideale Bremsen habe ich mit der noch nicht so draußen. Ach ja, die Beschleunigung ist übrigens unterschiedlich, je nachdem, ob du Third Rail fährst oder mit der Oberleitung. Okay, und hier soll man anhalten. Wunderbar. Sieht man eigentlich hier die Türen auch? This train is bound for London Blackfriars. Calling at Shortland, Ravensbourne, Beckenham Hill, Bellingham, Catford, Crofton Park, Nunhead, Peckham Rye, Denmark Hill, Elephant Castle. We wish you a pleasant trip. Platform 1. Please stand out of the doors. Departure is imminent. Ich frage mich noch jetzt den Schalter für AC und DC und dann hat es noch Auto. Inwiefern würde er denn automatisch den wechseln? Also wie wird der Zug den mitkriegen, dass er jetzt wechseln müsste? Machen wir hier mal wieder zu. Ah ja, was dann noch drin ist, simuliert... Ja, sehr gut. Es ist auch eine Runaway Protection mit simuliert. Sprich, wenn du jetzt an der Plattform stehst, die Türen sind offen, dann hält er immer die Bremse. Auch wenn die Türen dann zugehen und so wie du dann losfährst, löst er dann die Bremse, damit der Zug zum Beispiel nicht nach hinten rollt, sondern nach vorne rollt, wenn du von der Bremse weggehst. Next stop, Shortlands. We remind you that it is forbidden to smoke inside the station. Thank you for your understanding. Ah, das müsste es jetzt nicht so oft ansagen.
Ja, ich für mich bin auch ein bisschen mit dem Erwin Hansa schon rumgefahren. Es hat ein paar Bugs drin, die ein bisschen nervig sind, aber ab und zu ist die Plattformanzeige nicht korrekt. Das mit dem Delay-System habe ich noch nicht ganz verstanden, wann er das immer ansagt. Das glaube ich nur am Ende. Ins Hauptforum habe ich das auch schon reingeschrieben und er meint, da sollten auch demnächst dann Patches kommen, die das dann weiter verbessern, weil ich dann noch ein Video dazu machen. Aber es macht schon mega Spaß mit dem RWN Hansa zu fahren. Gerade um so Szenarien wie das hier einfach zu verbessern. Mit so Ansagen. Oder halt den Soundeffekten. Ich glaube, ich werde es mal umschalten auf Good Operated. Und zwar Selective. This train is bound for London. Macht er jetzt auch wieder zu? Nee. Hätte vermutlich ich noch machen müssen, oder? Au, oh, das glaube ich hat er jetzt nicht gemacht. Achso, nein, wir sind noch dabei. Jetzt. Genau, jetzt geht es hier runter und ihr seht's. Jetzt mal schauen, ob wir das beobachten können. Genau, so wie ich Gas gebe, geht die Bremse dann ganz runter. Next stop. Ravensbourne. Please mind the gap between the train and the platform. Ein bisschen früh die Ansage, aber vermutlich ist es wegen dem Abstand, weil der Halt kommt jetzt gleich. Ah ja, wie gesagt, ist nicht perfekt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es erwähnt habe. Wir sind übrigens hier auf der Chatham Mainline, wo alle drei Szenarien drauf spielen. Und da ist auch schon die Station. Ach was, da hätte er mich wirklich mit 60 reinfahren lassen. Ihr seid ja mal hart drauf. Oh, jetzt glaube ich, werde ich mich verbremsen. Das, was ihr jetzt gerade gehört habt, das war die Notbremse. Oh ja, da bin ich jetzt mal drüber hinausgeschossen. Okay, aber jetzt dürften wir gleich mal sehen, dass er hier die Tür nicht aufmacht. Aber dafür... Ah, Moment mal. Jetzt. Hier. Also wenn man das mit den Selective Doors nicht anhat, dann würde er halt alle aufmachen. Your attention, please. Platform 1. Please stand out of the doors. Departure is imminent. Da wäre es jetzt noch cool, wenn er hier den Zug anzeigen würde. Das wäre das nächste coole Feature, so wie in Train Sim World 2, was es ja teilweise auf den Strecken haben, dass das hier dynamisch anzeigt wird. Das wäre noch nice. Na, haben wir schon. 47. Okay. Haben wir generell soweit alles abtickt? Ja. Weitestgehend noch in der Zeit. Bin ich stolz auf mich. Auch wenn jetzt der Erbe in Hansa gemeint, ja, wir sollten gerade schon wieder losfahren. Ja, der Sync, der ist noch nicht ganz drin. Gut, wir dürfen fahren. Das war der Basser. Signal Bell, das wäre unser Basser hier. Ja, das wird zum Zurück bessern. Nun, wir schauen, habe ich den gemappt? Nee. Oder vielleicht? Nee. Next stop, Beckenham Hill. So, hoffentlich
Ich schaffe es jetzt diesmal. Ich und die perfekte Fahrt mal hinkriegen. Da ist es auch schon. Das leise Pfeifen da im Hintergrund, ich finde das irgendwie sexy. Okay. Das wäre das. Ja, heute aktuell haben wir den Sonntag. Gestern war ich beim Lokorama, da haben wir... Na, ich warte auf dem Wasser. Hat man die erste große Mitarbeiterversammlung. Und da wurde man in allen Sachen im Museum soweit eingeführt. Next stop, Bellingham. For your safety, we invite you not to leave your luggage unattended and to report to us any package or object that you think. Ja, ist ja gut. Jedenfalls hatte ich die Einführung ins Stellwerk. Also wir haben insgesamt drei Stellwerke im Lokorama. Einmal Stellwerk 1 und Stellwerk 2 von Romanson, die komplett mechanisch sind und noch voll funktionsfähig sind. Also was heißt funktionsfähig? Sie sind zwar getrennt von der eigentlichen Anlage, aber das Stellwerk an sich funktioniert noch. Und habe da die Einweisung gekriegt, wie das so funktioniert, wie man den Fahrweg legt, die Signale, aktiviert etc., also das richtige Prozedere, inklusive der Kommunikation zwischen den Stellwerken. Das war super interessant. Am Anfang dachte ich, boah, das wird richtig kompliziert, aber wenn man es mal gemacht hat und das mal erklärt kriegt, wie es funktioniert, das ist dann gar nicht mehr so kompliziert. War schon faszinierend. War gestern den ganzen Tag damit beschäftigt, da das Stellwerk kennenzulernen, damit ich es dann später auch anderen mal zeigen kann. Wir haben auch ein kleineres Stellwerk in der Remise selber, und zwar von Gurtnellen. Und das ist auch mit einer kleinen Modelleisenbahn verknüpft. Und da kann man dann quasi das anhand der Modelleisenbahn sehen, was passiert, wenn man ein Stellwerk die entsprechenden Sachen macht. Schon cool. This train is bound for London Blackfriars. Calling at Catford, Crofton Park, Nunhead, Peckham Rye, Denmark Hill, Elephant Castle. Weiter geht's. Kann ich mal F4 machen? Ja, und dann später hatten wir noch die Fahrzeugkunde. Die war aber nicht so intensiv. Ah, scheiße, ABS. Habe ich jetzt schon die Notbremse? Ja, natürlich. Jedes Mal, wenn ich eine Außenansicht mache. Also die Notbremse lässt sich sofort lösen, so wie der Zug steht, kann man gerade wieder losfahren. Gibt es kein spezielles Prozedere hier. Next stop, Catford. Und das ABS haben wir übrigens gekriegt, weil da vorne eine 40er Beschränkung kommt. Da ist sie auch schon. So sein? Ja. Generell, ich finde die Mechanik hinter so einem mechanischen Stellwerk faszinierend. Die ganze mechanische Logik dahinter, das ist krass eigentlich.
ob die Laternen da in echt auch so angemalt sind. Geschmackssache. Gut. Garantiert wieder zu spät ankommen. Ich stelle mich jetzt mal hier hin. Moin, Kollege. So rein optisch sieht es ja gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt nicht mein Lieblingsdesign, aber nicht schlecht. Platform 1. Please stand out of the doors. Er nimmt mich ganz dezent an die Hamsterbacke, wenn man sich das so ansieht. Ja, fahren dürfen wir aber noch nicht. Jetzt dann. Da gehen wir wieder rein, sonst kriege ich gerade wieder ein ABS. Next stop, Crofton Park. Da ist schon der Magnet. Schauen wir mal, was er macht. Nö, diesmal nicht. Schauen wir mal, wie es mit den Scheibenwischern ist, vom Soundeffekt her. Okay, das ist jetzt Intervall. Machen wir durchgehend. Frag mich, ob sich der nochmal ändern würde, wenn dann wirklich Wasser auf der Scheibe wäre. Oder ob das jetzt der eigene Effekt ist für... Ich lasse mal trocken hin und her gehen. Das habe ich natürlich noch nicht getestet. Crofton Park. Moin, Kollege. Ja, nicht perfekt. Okay, was wir uns noch gar nicht angeschaut haben, sind die unterschiedlichen Positionen hier drin. Wir haben einmal hier so die Ansicht. Wenn man möchte. Und das war's auch schon. Peckham Rye, Denmark Hill, Elephant Castle. Platform 1. Please stand out of the doors. Aber was wir noch machen können, ist das Fenster hier aufmachen. Sowie auch das hier. Und das werden wir gleich mal bei der Fahrt machen, um zu schauen, wie dann der Unterschied ist. Das war aber nicht der Basser für uns, ne? Ah, ist noch offen. Dachte ich mir. Gibt es eigentlich hier schon einen Unterschied? Nö. Ah, jetzt gehen die Türen zu. Und los geht's. Ah, hier mal das Fenster öffnen. Ah ja, Tatsache. Wird lauter. Lass was mal offen. Dann hören wir noch ein bisschen die schönen Fahrmotoren. Ich wäre ja gern mal bei so einer Aufnahmesession mit dabei, wenn sie diese Sounds aufnehmen. Das muss so cool sein. Doppelgelb. Next stop, Nunhead. We remind you that it is forbidden to smoke inside the station.
Einmal gelb. Okay. Kommen wir jetzt gleich einen Kollegen hinterher. Also das Schienenquietschen haben sie auch geil umgesetzt. Es ist richtig gut, wenn hier die Fenster offen sind. We remind you that it is forbidden to smoke inside the station. Thank you for your understanding. Es wäre noch irgendwie ganz cool beim RW Enhancer, wenn man ihm einstellen kann, wie oft und in welchem Intervall er diese Sonderansagen macht. Gerade das mit dem Rauchen und so. Das wäre noch nice. Und ich habe uns vorhin reingeschrieben, dass man das mit den Delays einstellen kann, ab wie viele Minuten eine sagt und ob er das bei jeder Station sagen soll. This train is bound for London Blackfriars. Calling at Peckham Rye, Denmark Hill, Elephant Castle. Ja, ein paar Stationen haben wir noch. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Solange es noch geht. Nett hier. Und Abmarsch. Please mind the gap between the train and the platform. Peckham Rye. Sind wir eigentlich soweit im Zeitplan? 18:03 Uhr. Ja. Ne, Moment mal. 16:03 Uhr, Entschuldigung. Und das trotz, dass ich da mal eine Zwangsbremsung hatte. Oh, da sind wir so schnell. Ich glaube, ich lasse das Fenster wirklich offen, weil das mit den Schienen quietschen ist schon ganz nice. Hat jetzt mal gerade ein bisschen laden müssen hier. Das wird zu schnell hier. Wunderbar. So, und die Station möchte ich mal so ein bisschen genauer anschauen. Moinsen. 5-Car-Train. Kommst von da unten, von da hinten. Wie sieht das auf der Karte aus? Ich glaube, mit 9 war das. Okay. Ah, das ist eine tote Linie. Your attention, please. Platform 3. Please stand out of the doors. Und die treffen sich da vorne oder könnt auch nach vorne weiterfahren. Er fährt nach rechts. Hat auch grün. Achso, warte mal, da geht es dann vierspurig weiter, oder? Werden wir gleich sehen. Was? Okay, 16:03. Wir brauchen noch ein bisschen. Okay, ich werde mal ganz kurz einen Break machen. Ich bin gleich wieder da. So, da, und da bin ich auch schon wieder. Nur kurz was zum Trinken geholt. Wir warten nach wie vor auf die Abfahrt. Ob wir da zeitgleich losfahren? Da hätte ich meine Türen offen, sehe ich gerade. Also wenigstens nicht so die Umgebung so eintönig wie bei dem letzten Szenario. Also für euch kommt das, glaube ich, kommt es noch. Das ist es mit der Class 700, wo wir gefahren sind. Naja, und da kommt unsere Abfahrt. Jetzt machen wir es einmal richtig. Zu bestätigen. Next stop, Denmark Hill.
Okay, wir fahren fast zeitgleich. Und so schnell sind wir in Dänemark. Haha, ich bin schneller als du. Noch. Oh, coole Effekte. So, jetzt dürfen wir dann gleich wieder 60 fahren. Bringt uns aber eh nicht sehr viel. Nachdem wir anhalten müssen. Ui. Blinken gelb. Das heißt noch langsamer. So viel zu die 60. Ja, unser anderer Kollege wird vermutlich da stehen bleiben. 45. Gut. Nice. Na, was macht der Kollege? Bleibt er stehen? Jo, bleibt auch stehen. Ja, noch nettes Bahnhofsgebäude hier. Wie jetzt? Das war's schon? Hey, der fährt mit offenen Türen. Hey, was ist mit dir los? Your attention, please. Platform 3. Please stand out of the door. Lass die Türen offen. Departure is imminent. Ja, okay. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Wir dürfen jetzt aber noch nicht fahren, ne? Ne, wir sind noch offen. Okay. Vielleicht sollte man noch einen Bug-Report machen für das Szenario. Dass der da einfach mit offenen Türen wieder weiterfährt. Okay, blinken gelb. 20. Als nächstes. Und dann geht's hier nach rechts. Komm, lass uns abfahren. Ah, jetzt. Geht aber. Und wieso geht's da für uns nach rechts? Biegen wir generell ab oder auf die Spur? Wäre ein bisschen schräg. Oh, das sieht so aus, als wenn wir da wirklich abbiegen. Okay, und wir sind auch wieder frei und da. Oh, das ist überhaupt eine Kreuzung hier, hä? Das war mal eine Station hier. Jetzt eine gratis Matratze, wer will. Sponsor bei IKEA. Hier. Okay, das sieht auch mal geil aus. Da dürfen wir jetzt dann wieder schneller fahren.
Gott, sie ist 60 Meilen pro Stunde. Hochgeschwindigkeit. Ich möchte mir die Kreuzung gleich nochmal in der Map angucken. Player. Ah, das ist die Kreuzung hier. Okay, nice. Könnte man auch befahren. Strecke wäre da. Nice, nice. Und rein in die große Hauptstadt. Ich glaube, jetzt mache ich mal die Fenster wieder zu. Baustellengeräusche, die jetzt nicht unbedingt haben. Nächster Halt, Elephant Circle. Die Tempomat-Funktion wäre noch ganz praktisch bei dir. Next stop, Elephant Castle. Castle, okay, Entschuldigung. Ich glaube, ich habe Circle gesagt. Und da wird es auch schon wieder langsamer. Einmal 50. Ach, das wäre nichts für mich, da so direkt neben so einer S-Bahn-Strecke zu wohnen. Das wäre mir einfach zu laut. So, grundsätzlich neben einer Bahnstrecke könnte ich mir schon noch irgendwo vorstellen. Mit ein bisschen Abstand. Kann man gut Fotos machen. Aber mehr so auf einer Strecke, wo nicht allzu viel los ist. So am Gotthard beispielsweise würde ich es doch geil finden. Und dann also die Güterzüge vorbeifahren oder die alten Panoramazüge. Aber wo halt nicht so mega viel Frequenz drauf ist. So, da. Wären wir da? Gucken wir uns mal um hier. Wo ist die Baustelle da hinten? Oh, das hat so ein nerviges Geräusch. Hier steht es da einfach mal im Grün, okay. Your attention, please. Platform 3. Please stand out of the doors. Ja, ich glaube, man sollte sich die Umgebung nicht so sehr im Detail angucken. Lieber von hier oben. Kann man eigentlich auch hier so rein? Oh ja. Was haben wir denn hier eigentlich alles? Latest Network Shutter, Sentinel District. We remind you that it is forbidden to smoke inside the station. Thank you for your understanding. Das ist doch cool. Ah, komm, lass mich abfahren. Die Baustelle nervt. Mach die Tür zu. Ach, Mann. Ausgerechnet hier haben wir einen längeren Halt. AK-Unit. Oh, kann ich das auch runter machen? Kann ich. Wie weit? Okay, das ist maximale. Brechen wir mal WD-40. Sonst nicht sehr viel Spannendes hier. Ah, ich würde so gerne mal den Warnblinker anmachen bei so einer Lok. Aber der Einstellung. Nicht sehr viel. Ja, ich düse ja schon. Aha, das ist jetzt so. Ich glaube, der Schalter ist generell falsch. Okay.
glaube, das ist nicht richtig, so wie das jetzt gerade ist. Ansonsten Viper Switch, Power Supply, das lassen wir mal. DLA, Changeover DMI. Dicht. Brauchen wir aber nicht. London Blackfriars, unser letzter Halt. Ja, ich hoffe, das hat euch soweit gefallen. Jetzt habt ihr mal einen Eindruck, wie die Class 700 von Armstrong Powers so ist. Mit dem Enhancement Pack. In a few moments our train will arrive at London Blackfriars, our terminus station. Please make sure you haven't forgotten anything on the train. Und überlegt euch das vielleicht zu. That it is forbidden to smoke inside the station. We hope you had a pleasant trip and we wish you a nice day. Kostet einfach nur 15 Pfund, also ist eigentlich nicht die Welt. Und rein für das Fahrerlebnis ist schon geil. Wenn natürlich gern so eine Unit fahren wollt. Würde ich auf alle Fälle empfehlen. Generell kann man eigentlich bei Armstrong Powerhouse so gut wie nichts falsch machen. Gleiche wie mit Virtual Railroads, wenn die so ein Enhancement Pack rausbringen. Beziehungsweise eine Pro-Line-Look. Das ist fast ein Must-Buy. So, da wären wir bei unserem Terminal Station. Also, lasst doch vielleicht ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr wollt, kommt auf unseren Discord-Server. Da schnacke ich gerne mit euch, fahren zusammen. Alles Mögliche passiert da. Also, ganz ein kleiner Community-Server. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt schaue ich, dass ich hier noch sauber anhalten kann. Und den war's da ist. Moin, Kollege. Sehr gut. Sind wir eigentlich pünktlich? Naja, fast. Gut genug, würde ich mal sagen. Also, liebe Leute, bis denn dahin und gute weitere Fahrt.